ja, hast ziemlich viele Punkte ernst genommen. Und das jetzt alles an einen Punkt hinzuschmeißen, nur weil du deine Beine wehtun, nur weil du K.O. bist, das ist nicht Sinn der Sache. Und da einfach auch im Kopf diesen Willen aufzubauen, sich zu sagen, scheißegal, und wenn ich hier komplett am Ende bin, ich gebe mein Bestes und ich werde bis zum letzten Ende hier weiterlaufen, so. Yo Leute, was geht? Ihr seht im Hintergrund, ich habe hier meinen Brustgurt mit, habe mein Stativ mit. Und draußen in Hamburg scheint richtig die Sonne, deswegen werden wir jetzt nach draußen gehen. Ich werde gerade meinen Fixie noch aus dem Keller holen und dann sehen wir uns gleich draußen wieder. So schön hier. Ja Mann, es ist jetzt kurz vor 5. Wir haben mal eine richtig schöne Runde hier, ein bisschen durch die Speicherstadt gedreht, ein bisschen durch die Hafencity gefahren. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg nach Hause begeben und dann geht's gleich zur Jahnkampfbahn und dann werden wir da Intervalle laufen. Bin vorgestern erst in Barcelona den Halbmarathon gelaufen. Bin immer noch gut im Arsch, aber ja, mal schauen, wie es wird. Wir sehen uns gleich. So, Fahrrad weggebracht, jetzt Sportsachen anziehen. Das war eine schöne Runde, hat Bock gebracht. Don't stop, turn off the light. In 80 Meter das Ziel befindet sich links, Linnering 1. Alles klar. Nauseous, when I wake up. Don't quit, I fell for you. Don't break, break it in two. Long time before I knew us two would follow through. Hold out, don't give it up. Good thing. Schaut mal, was Max mit dem Bein macht, wenn das Bein, das Sprungbein in der Luft ist. Ja, was er mit dem Knie macht, beziehungsweise mit dem Fuß. Also er versucht nochmal die Ferse richtig hoch zu ziehen, ja? Probieren wir nochmal, 3 Schritte und bam, bam, bam. Okay, noch einmal. Gewesen. Jetzt gleich Essen kochen. Geil. Ja, man, jetzt schön Tortellini auflaufen machen. Federico. La 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 la
das war mein Tag heute. Nochmal schön eine Runde durch den Hafen gefahren. Danach noch Training mit den Adidas Runners. Ja, wir haben heute so einen kleinen Cooper-Test gemacht. Einfach mal 12 Minuten. Ich muss sagen, meine Beine sind immer noch ziemlich K.O. von Barcelona. Sonst wäre vielleicht noch mehr gegangen. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Er hat 3400 Meter gelaufen. Mal sehen, was morgen auf dem Plan steht. Morgen soll das Wetter auch wieder gut sein. Das heißt, da werde ich auch wieder unterwegs sein. Ja, man, wie einige von euch ja mitbekommen haben, ich war ja doch etwas länger in Tel Aviv gewesen. Wollte eigentlich auch jeden Tag dort hammer viel filmen, aber ich bin leider nach dem zweiten Tag so extrem krank geworden. Mir ging es so schlecht. Meine Kollegen sind auch noch nach Jerusalem gefahren, nach Haifa. Da wäre ich so gerne mitgekommen, hätte so gerne was gefilmt. Aber ich war leider so tot und lag die ganze Zeit nur im Bett, musste dann sogar früher zurückfliegen. Nichtsdestotrotz habe ich an einem Tag, wo es mir noch so ein Ticken besser ging, hatte ich nur leicht Fieber, habe ich draußen noch ein kleines Q&A gemacht auf eure ganzen Fragen, die ihr mir unter das letzte Video geschickt habt. Ja, und ein paar von den Fragen werde ich jetzt schon mal einblenden. Ich denke mal, ich werde jedes Video jetzt ein paar Fragen noch mit beantworten. Vielleicht ist ja eine Frage von euch dabei. Schaut einfach rein und ja, ansonsten war es das für heute von mir. Ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein. Ansonsten jetzt viel Spaß beim Q&A und wir sehen uns. Macht's gut, bis dann. Jo Leute, was geht? Nur um die gesamte Situation mal kurz zusammenzufassen. Mir geht's so scheiße. Ich spaziere gerade mit langen Sachen bei 23 Grad hier am Strand lang. Lag jetzt seit gefühlt einem Tag nur im Bett. Bin gerade 400 Meter gegangen. Kann ich schon nicht mehr. Ja, muss erstmal eine Pause machen. Ja, das ist so bitter, ey. Aber was soll man machen? Das Ding ist, in der Regel bin ich hammer selten krank, aber wenn ich mal krank bin, dann haut mich das so krass aus dem Latsch. Heute ist so ein schöner, warmer Tag, in Hamburg sind minus 5 Grad. Ah, Mann, ey. Wie gesagt, man soll sich nicht so drüber aufregen. Soll das jetzt lieber, ja, es klingt zwar dumm, aber genießen. Beziehungsweise, ja, dass man merkt, an den Stunden, wo es einem richtig dreckig geht, dass man die Stunden, wo es einem richtig gut geht, umso mehr genießt. Weil das eben alles ein Kommen und Gehen ist, so ein Flow, versteht ihr? Ja, ich laber auch scheiße. Und ja, ich habe mir gedacht, ich nutze die Zeit jetzt, suche mir gleich einen Platz und beantworte ein paar Fragen von euch, die ihr mir unter die letzten Videos gestellt habt. Tut mir leid, dass ich so hammer angeschlagen bin. Im Moment sieht es einfach nur schwarz aus. Leute, guckt euch das an, Mann. Sonst bin ich der Erste, der, wenn plus 10 Grad in den kurzen Klamotten rumläuft. Und jetzt ist mir so arschkalt, ich bin so durchgefroren. Ja, Mann. Sick as fuck. Werde ich jetzt ein paar Fragen von euch beantworten. Weil ich kein Internet habe, habe ich jetzt hier von allen Fragen so Screenshots gemacht, um die durchzugehen. Anton aus Tirol schreibt Hashtag 2017. Meine Frage wäre, ob du nochmal eine Marathonvorbereitung mit der Kamera begleitest, in der du vielleicht etwas mehr auf Trainingspläne und so weiter eingehst. Beste Grüße. Ja, Anton, das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Ich möchte mich auch sehr gerne mehr mit der Kamera begleiten. Noch mehr, als ich in dem letzten Video vom Hamburg-Marathon mich begleitet habe. Das war natürlich nur ein Mini-Einschnitt und ich bin darüber hinaus noch viel, viel mehr gelaufen. In Hamburg werde ich dieses Jahr nicht an den Start gehen. Das Ding ist, Alter, so wie ich jetzt gerade drauf bin, werde ich, glaube ich, gefühlt nirgendwo an den Start gehen. Aber ich habe einen Startplatz für den Berlin-Marathon und in diesem Sinne werde ich dort auch hoffentlich an den Start gehen. Oliver Lenzen schreibt, super Video, aber doch nicht nur mit der GoPro gemacht und womit schneidest du? Meine Videos mache ich generell, das steht immer in der Infobeschreibung, mit der GoPro 4 Black und meiner Canon EOS 80D, mit der ich hier jetzt gerade filme. Ja, und auf die Frage, mit welchem Programm ich schneide mit Final Cut Pro. Damit schneide ich eigentlich, ja, alle meine Videos. Ich würde gerne auf Adobe Premiere umsteigen, beziehungsweise mich noch mehr mit der Thematik auseinandersetzen, auch was Color Correction angeht, habe ich bisher auch noch nicht mich wirklich schlau gemacht. Das sind auf jeden Fall so Dinge, die ich in 2017 noch angehen werde. Ja, Dr. Selfmade schreibt, Hashtag 2017, kein Zucker, bis auf 2 Ausnahmen pro Jahr, mehr Essen und Milchprodukte reduzieren. Das ist auf jeden Fall ein gutes Ziel. Frage ist, was macht dein Leben für dich lebenswert und was sind deine nächsten Reiseziele? Ja, was macht das Leben für mich lebenswert? Gesund zu sein,
dankbar zu sein, dass man gesund ist. Und ja, das Leben, ja, wie kann man das erklären? Ich könnte mir schwer einen Tag ohne Sport vorstellen. Jetzt liege ich seit 2 Tagen flach und hinterfrage schon den Sinn meines Lebens. Nein, aber das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Dann natürlich die Familie spielt auch eine große Rolle. Freunde, das wird, je älter man wird, mit der Zeit immer wichtiger, weil wenn man sich umguckt, bleiben leider nicht mehr alle Freunde, mit denen man beispielsweise zum Abi befreundet war oder danach in der Zeit. Das verläuft sich so in alle Richtungen und umso schöner ist es, wenn man dann noch ein paar Kontakte festhält und die auch pflegt. Das bedeutet für mich auch sehr viel, denn ja, schaut man sich hier um, das ist alles schön. Und das ist auch alles schön zu erleben. Auch alleine reisen macht viel Spaß und bringt einen sehr weit. Aber im Endeffekt ist es doch schöner, wenn man die Momente mit seinen Freunden teilt. Und das macht das Leben auf jeden Fall für mich lebenswert. Und ansonsten einfach seine Ziele zu verwirklichen, da dran zu bleiben, sich nicht durch Rückschläge, wie zum Beispiel jetzt, nach hinten werfen zu lassen, sondern ja, das einfach anzunehmen. Sei es was auch immer, einfach den Schmerz anzunehmen, darüber hinwegzusehen und mit dem Schmerz an sich zu wachsen. Das klingt jetzt so mega poetisch, philosophisch, whatever. Aber so ist das wirklich, dass man sich der Situation an sich, entweder man ändert die Situation, in der man sich gerade befindet, oder man findet sich mit der Situation ab, aber hört dann auf, darüber rumzumeckern. Und wenn man mit etwas unzufrieden ist, dann sollte man sich Faktoren raussuchen, die für diese Unzufriedenheit vielleicht einmal darüber beschweren. Es bringt nichts, wenn man die ganze Zeit sich über etwas aufregt, aber selber aus seiner Komfortzone quasi auch nicht rauskommt. So. Ja, wie gesagt, Sport, Freunde, Familie, ich denke, das ist bei vielen von euch ähnlich. Ja, dann wird weiter gefragt, was sind deine nächsten Reiseziele? Ja, meine nächsten Reiseziele, muss ich gucken. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht viel auf dem Schirm. Auch diese Reise ist spontan erst vor einer Woche entstanden. Wir haben uns zusammengesetzt, dachten so, jo, wo kann man hinfliegen? Schauen wir uns mal an. In Europa war es überall kalt. Haben wir gesagt, okay, was wäre noch interessant? Wo würde man gerne mal hin? Und so sind wir auf Tel Aviv gekommen. So ist das bei den meisten Reisezielen. Ich plane nie eine Reise irgendwie 5-6 Monate vorher. Einfach weil, ja, ich spontan sein will, flexibel, wenn sich Freiräume ergeben, die zu nutzen. Und wie gesagt, daher meine nächsten Reiseziele erstmal unbekannt. Ich hätte auf jeden Fall Lust, mit Fixie eine Tour zu machen. Das haben auch sehr viele Leute geschrieben. Das hatte ich euch ja auch angeboten. Ich denke, ich werde mehrere Touren machen, nicht nur eine. Und ich hoffe, dass der ein oder andere von euch mich dabei begleitet. Einfach eine gute Zeit haben, ein bisschen rumfahren. Und eigentlich spielt das Ziel dabei, also das Reiseziel an sich, nicht so eine große Rolle, sondern mehr der Weg an sich. Zum Beispiel, wo ich jetzt mit Thjörven nach St. Peter-Ording gefahren bin. St. Peter-Ording natürlich auch traumhaft schön. Aber der Weg an sich war auch mega nice. Wir sind so früh losgefahren, der Sonnenaufgang, und sind durch alle möglichen Dörfer. Und wenn man einfach nur hammerfertig irgendwo zu einem Netto oder Lidl da anhält, sich irgendwas kauft, so. Ja, das ist auch schon ein schönes Gefühl. Von Thomas Muddelhoff die nächste Frage. Wie schaffst du es, so eine lockere Einstellung gegenüber dem doch ernsten Leben zu haben? Und hast du ein Motto bzw. einen Spruch für dich selbst? Auch eine sehr interessante Frage, wobei man dabei abgrenzen muss, dass diese lockere Einstellung natürlich nicht 24/7 mein Leben widerspiegelt. Klar gibt es auch Momente, in denen ich hader und das wesentlich schwerer ist, als es hier immer im Internet oder wo auch immer rüberkommt. Ja, wie gesagt, man darf das Leben an sich eigentlich einfach nicht zu ernst nehmen. Eigentlich ist es ziemlich simpel gestrickt und gerade wenn man hier mal in Urlaub fährt oder irgendwas, merkt man eigentlich so, Wunder, was sind eigentlich deine Probleme so? Warum beschäftigst du dich damit die ganze Zeit? Jetzt zum Beispiel zeige ich auch mal so die Seite, wie es ist, wenn man krank ist oder keine Ahnung. Das habe ich sonst ja nie gemacht, sonst die ganze Zeit immer nur gefilmt, hier High Life und bla. Aber das gibt natürlich noch mehr als das. Und genauso erlebt man auch schlechte Tage, wo man denkt, fuck it, Mann, was soll die ganze Scheiße hier? Aber eben einfach sich zu sagen, ja, fuck it, dann ist das so. Situationen annehmen oder Situationen ändern, so, das ist meine Devise. Und im Endeffekt gibt es immer einen Weg, irgendwie in irgendeine Richtung zu kommen. Die nächste Frage kommt von Jette K. Sehr cooles Video, welches Objektiv benutzt du? Als Objektiv benutze ich derzeit Canon EFS 10 bis 18 mm, mit der ich jetzt auch gerade filme. Hat Lichtstärke von 4,5 bis 5,6. Ist jetzt nicht so das Top-Objektiv, aber so zum Vloggen oder allgemein, wenn man so Actionaufnahmen macht, finde ich, ist das ganz gut geeignet. Das ist mein 50 mm Objektiv.
Das habe ich halt besonders dran, wenn ich nachts filme, im Dunkeln, weil es einfach extrem lichtstark ist. Aber das ist, finde ich, noch ganz praktisch und vor allen Dingen günstig. Das kostet gerade mal 111 Euro. Bietet eine super Alternative, damit kann man auch schöne Fotos machen, finde ich. Der nächste Kommentar ist von Tasmania. So ein feines Video, jedes Mal eine Motivation, ebenfalls die Welt zu umreisen, wenn nach der Schule Zeit dafür ist. Ich bin mehr als dankbar, vor einiger Zeit einen YouTuber wie dich gefunden zu haben, der Videos aus Leidenschaft produziert. Dir ein weiterhin so spannendes Leben und ein schönes 2017. Ja, erst einmal vielen, vielen Dank dafür. Ohne Scheiß, ihr glaubt gar nicht, wie sehr das freut, immer solche Kommentare zu lesen. Die Frage ist, was stehen für Projekte bzw. Vorhaben für dieses Jahr bei dir an und mit wem wirst du diese erleben? Ja, das ist eine gute Frage. Wie ich vorhin schon gesagt habe, bei mir passiert eher alles spontan und flexibel, je nachdem, wie Leute Zeit haben. Auf jeden Fall ein Vorhaben ist es aber, ich hoffe, ich schaff's, mit dem Fixi von Hamburg nach Berlin zu fahren oder auch eine ganze Woche lang mit dem Fixi von Hamburg an der Ostsee lang bis nach Polen oder irgendwo in Osteuropa umherzufahren. Da hätte ich auch auf jeden Fall Bock drauf, weil ich glaube, dass das einen auch sehr bereichern wird, allgemein noch mehr an seine Grenzen zu gehen, sofern es eben die Gesundheit zulässt. Ja. Kim Eileen W. schreibt, erstmal mega geiles Video. Hashtag 2017. Ich habe mir vorgenommen, glücklicher zu sein, mich nicht mit anderen zu vergleichen und mein Leben so zu gestalten, wie ich es möchte. Ach, und meinen ersten Halbmarathon rocken. Deine Videos geben mir immer wieder krass Motivation. Danke. Erst einmal wieder vielen, vielen Dank für das Kommentar. Ohne Scheiß, das macht einfach so Spaß, das immer zu lesen. Ich finde dein Ziel sehr, sehr gut. Und ich finde gerade der Punkt, sich nicht mit anderen zu vergleichen, das ist eine sehr wichtige Sache. Jeder ist für sein eigenes Leben verantwortlich. Jeder hat die Sachen, die einem gegeben werden und muss damit versuchen, das Bestmögliche zu gestalten. Sie hat gefragt, wann hast du mit dem Laufen angefangen? Ja, mit dem Laufen angefangen, ja, gute Frage. Ich habe früher, seitdem ich 6 bin, eigentlich immer Judo gemacht, sehr viel Kampfsport betrieben. Eigentlich erst relativ spät mit dem Laufen angefangen. Also so ernsthaft mit Laufen 2010 angefangen. Ja, dann 2012, glaube ich, habe ich für 2 oder 3 Jahre Pause gemacht. Habe dann nur noch die ganze Zeit Kraftsport gemacht, Fitness und so weiter. Ja, irgendwie habe ich gemerkt, das ist zwar auf einer Seite auch cool, aber es fehlt eben auch diese Ausdauer. Beim Laufen zum Beispiel kommt es eben auch darauf an, dass man lernt, diesen Schmerz zu unterdrücken, der einem beispielsweise beim Marathon begegnet, diesen Schmerz annimmt und sich sagt, komm, du hast so viel dafür getan, du hast dir so lange den Arsch aufgerissen, du hast alles Mögliche dafür gemacht, hast so oft gesagt zu Freunden, nee Mann, ich gehe heute nicht feiern und hast versucht auf deine Ernährung zu achten, ja, hast ziemlich viele Punkte ernst genommen. Und das jetzt alles an einem Punkt hinzuschmeißen, nur weil du deine Beine wehtun, nur weil du K.O. bist, das ist nicht Sinn der Sache. Und da einfach auch im Kopf diesen Willen aufzubauen, sich zu sagen, scheißegal, und wenn ich hier komplett am Ende bin, ich gebe mein Bestes und ich werde bis zum letzten Ende hier weiterlaufen. So. Und da dann am Ball zu bleiben, sich ein Herz zu fassen und sagen, ja Mann, ich schaff das. Das bedeutet mir sehr viel, vor allen Dingen ist es ein unbeschreibliches Gefühl, dann ins Ziel zu kommen. Und jetzt richtig am Laufen bin ich eigentlich wieder so seit Ende 2015, eben auch durch die Adidas Runners Hamburg. Und es macht einfach Hammer Spaß, in der Community zu laufen. Also wenn ihr mal in Hamburg seid, scheut euch nicht davor, kommt gerne vorbei. Ihr könnt einfach so ankommen, ihr braucht nicht mal Laufschuhe mitnehmen, kann man sich da ausleihen. Und ja, kommt einfach vorbei, habt Spaß und genießt es. Ja, das war soweit erstmal ein Einblick ins Q&A. Ich habe jetzt erstmal nur ein paar Fragen genommen. Müsst ihr sagen, habt ihr Bock darauf? Wollt ihr euch noch mehr davon anschauen? Interessiert euch das? Oder sagt ihr, nee, Mann, das ist mir zu langweilig, mach lieber mehr normale Action-Videos? Also, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und ja, ansonsten hoffe ich, ihr konntet einen kleinen Einblick bekommen. Ja, Mann, falls ihr das Video bis hierhin geguckt habt und es hat euch gefallen, schreibt einfach mal Hashtag Kameradeckel in die Kommentare. Wir sehen uns. Someday I'm gonna be with you. It's okay. I know someday I'm gonna be with you.